Ja, ich weiß nicht, ob man singen soll, tanzen soll oder wie man feiern soll, aber herzlichen Glückwunsch, Sabrina. Du hast es gemacht. Du hast Gold geholt an die Schweiz. Genau. Stanik gut, es ist Platin. Genau. First. Ja, sehr gut. Ich habe gesehen, du hattest wie viele war das von dem ersten Platz? Eins oder zwei? Sorry, zwei oder drei? Also, wie meinst du, also Teilnehmer total, oder wie? Genau, ich meinte in den genau in den Hits. Zweimal der erste und fünfmal der zweite. Sehr gut. Genau. Also dann, wenn man das macht, dann gewinnt man auch die Games. Also du bist jetzt die fitteste Frau der Welt in einem Upper Extremity, wie die Kategorie heißt bei den CrossFit Games. Genau. Erzähl mal, wie hast du das jetzt gefeiert? Ja, gefeiert. Wir sind noch mit der Kollegin, also mit den Athletinnen von meiner Kategorie. Sie, zwei von fünf sind noch mitgekommen, also sind wir zu dritt gewesen, und noch die Familie hat die eine noch mitgenommen. Und dann sind wir zusammen gegessen, noch Champions aufgetan, zusammen angestoßen. Und ja, ein bisschen mal etwas Anständiges gegessen. Vorher waren alle so nervös, dass niemand wirklich etwas konnte richtig essen. Aber ich glaube, richtig feiern tun wir dann auch, wenn wir zurückkommen in die Schweiz. Und wenn dann auch so ein bisschen alle Leute von meiner Box, vom Rino in Köniz, quasi, ja, noch ein bisschen feiern, tun wir, glaube ich, dann alle zusammen noch einmal. Das klingt gut. Mein Schweizerdeutsch ist nicht so gut. Mein Deutsch ist überhaupt nicht so gut. Aber ich habe das mit meinem Ohr so gut verstanden, dass du es zumindest sehr toll gehabt hast und dass du auch Kollegen aus deiner Box dabei gehabt hast und natürlich die Kollegen in einem Category dabei waren. Ich habe auch ein schönes Gruppenfoto von euch gesehen. Hattest du heute Morgen Kopfschmerzen? Nein, habe ich nicht gehabt. Einfach Beine habe ich gespürt, von den Thrusters und von den Pistols. Auch das ist glaube ich normal. Sehr gut. Aber erzähl mal, Sabrina, du kommst aus Köniz, heißt es, in Bern. Wenn ich das richtig verstehe. Richtig. Und du bist auch eine Box-Ownerin von der Box dort. Du hast jetzt in diesem Adaptive Category sozusagen einen Wettkampf gemacht. Aber erzähl mal, kommst du ursprünglich aus der Region da oder bist du zugezogen? Was ist dein Hintergrund? Also, ich bin in der Nähe aufgewachsen, also im Kanton Bern, in Sarisil, das ist ja, eine Viertelstunde von Statten weg. Und dann auf Köniz, also ich wohne jetzt in Köniz, und darum haben wir Boxmeer auch in Köniz aufgemacht. Zusammen mit der Selim Lopez, die führen wir dort gemeinsam. Und ja, es ist einfach schön dort, es ist ziemlich nahe der Stadt Bern, aber gleich ist es so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auf dem Land, ein bisschen ruhiger. Alles klar. Was ist dein sportlicher Hintergrund? Bist du in der CrossFit-Box aufgewachsen oder was hast du vorher gemacht? Nein, aufgewachsen in der CrossFit Box bin ich nicht. Das hat man dann noch nicht gekannt. Ich war schon immer der Allrounder gewesen. Also, ich habe früher Judo gemacht, Tennis gespielt, Gerätturnen. Und über 10 Jahre habe ich Leichtathletik gemacht. Ich habe von Leichtathletik gewechselt, 2, 3 Jahre geschaut, Fußball spielen. Und dann erst eigentlich habe ich zum CrossFit gefunden. Das war im 2013. Und seither, ja, eigentlich mehr oder weniger alles Sport anbelangt als CrossFit.
Denkst du, dass deine Vielfältigkeit von Hintergründen auch ein Vorteil für dich gewesen ist, jetzt halt so weit zu kommen in einem CrossFit? Ja, ich glaube, weil ich eben so ein bisschen der Allrounder bin, gerade auch vom Leichtathletik, habe ich Mehrkampf gemacht am Schluss. Und eher der Techniker, von dem her, es war jetzt nicht so wahnsinnig technisch gewesen, jetzt an den Games dieses Jahr. Es ist viel einfacher Übungen wie ein Deadlift, den muss man einfach nur geniessen. Sonst eben technisch, Weightlifting ist ja nicht wirklich viel drin. Aber ich glaube, so ein bisschen durch den Allrounder, dass ich überall so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht schlecht bin, weil ich mehr oder weniger immer so ein bisschen konstant können, den Gang halten. Sehr gut. Wie erklärst du, dass die Schweizer eigentlich so gut im CrossFit sind? Also wir haben auf der Bühne jetzt gerade eben in dieser Sekunde, glaube ich, Adrian Mundwiler auch ist da. Der hat zwar, sag mal, ein bisschen nicht schlechteren Start, aber wahrscheinlich nicht der Start gehabt, was er sich gewünscht hat. Aber trotzdem, der ist seit lange dabei. Wir hatten früher auch der Lukas Esslinger dabei. Woran liegt es, dass wir so viele Schweizer dabei haben? Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen, aber in der Schweiz, ich glaube, wenn man etwas richtig gut machen will, wird man auch dementsprechend unterstützt. Klar, ich glaube, jeder arbeitet noch nebenbei, aber man hat die Möglichkeit, eben zusammen zu trainieren und einander gegenseitig ein bisschen zu pushen. Und in der Schweiz ist halt auch die Infrastruktur relativ gut. Mittlerweile hat es viele CrossFit-Boxen. Und eben auch, ich sage jetzt, in Bern sind wir, glaube ich, auch mittlerweile zu viert. Ja, ich glaube, zu viert. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man dort ein bisschen die Leidenschaft dahinter steckt und Vollgas gibt, kann man schon recht viel reissen. Obwohl wir ein kleines Land sind. Ja, genau. Ich habe für die Leute, die das nicht vielleicht so genau wissen, ich glaube, es gibt so viele Boxen in der Schweiz wie in Deutschland, oder zumindest war das so vor 4 oder 5 Jahren. Und Österreich ist nicht ganz so stark wie das ähnliche ein bisschen mehr Deutschland, würde ich sagen. Und ich vergleiche natürlich auch viel mit wie es hier in Skandinavien ist, wo ich jetzt mich befinde, wo es auch natürlich viel Trainingsmöglichkeiten gibt und natürlich auch ein Hintergrund ist von, dass man viel Sport macht im Alltag. Also man ist sehr aufgewachsen mit wie bei dir Fußball, Kampfsport oder Segeln, alles Mögliche kommt und Tennis und alles. Wenn man damit aufgewachsen ist, dann ist es einfacher, in etwas einzusteigen. Kannst du mir erzählen, wie bist du dann ins CrossFit reingerutscht? Genau, also in dieser Zeit einfach in einem klassischen Gym-Fitness gearbeitet. Und CrossFit habe ich nicht gekannt. Der Kollege hat dann gefunden, er ist so ein mehr mit Amerika noch verbunden und hat das mal gehört und gesehen, dass es relativ cool ist und hat dann gefunden, er würde mich noch so als CrossFit-Coach würde er mich noch so sehen, ob wir nicht zusammen eine Box auftun wollen. Und dann haben wir gefunden, warum nicht? Und dann haben wir beide den Level 1-Kurs gemacht und haben dann eigentlich innerhalb vom Fitness, also es hat nicht uns gehört, wir haben einfach quasi den Affiliate den Namen gegeben von ihm und haben das dann zusammen dort aufgebaut. Im 2013 ist es. Alles klar. Wann hast du dein Level 1 gemacht? War das mit Ramon Güsin damals? Oder? Nein, da bin ich auf Deutschland gekommen. Ich glaube, in Nürnberg bin ich dort gewesen. Ja. In der Dungeon von Drake. Drake Dungeon. Bin ich nicht mehr sicher. Bin ich nicht mehr sicher, aber es kann sein. Und kannst du dir erinnern,
was dein erstes Workout gewesen ist? Mein erstes Workout, genau, das war, glaube ich, Linda. Das war das mit dem schweren Bankdrücken. Aber dann hatte ich keine Chance, also alles geilet und einfach ein bisschen weniger Gewicht genommen, dann ist es gegangen. Aber es war jetzt nicht so das beste Einsteiger-Workout, aber man kann es ja nicht auslesen. Und dann bist du sag mal, den Sport verliebt geworden? Oder warum hast du eine Box dann offen? Genau, also eben die erste Box zusammen mit dem Kollegen im 13. Und die ist natürlich auch stetig gewachsen. Und irgendwann hatte ich auch so viele Gedanken gehabt, ja, es ist so schön, macht man alles für das Geschäft, aber es gehört einem selber nicht. Und darum war es schon immer die Idee gewesen, oder der Wunsch, mal eine eigene Box aufzutun. Und ja, jetzt Covid hin oder her, Corona-Zeit, wir haben gefunden, im Oktober letztes Jahr, wir müssen einfach wagen. Und dann haben wir zusammen eine aufgemacht, die Erzählung. Sehr gut. Wir wollen natürlich so viele Boxen wie möglich sehen. Dann hast du dich hier im Frühjahr aber doch dann eine Verletzung geholt. Was ist passiert? Genau, das war im Januar 2020. Dann habe ich bei den Ring Muscle Ups, es gibt dort so eine Vorrichtung, dass man mit der Hälfte vom Körpergewicht trainieren kann. Das ist jetzt so ein Gestell, das man anlegen kann. Eigentlich sollte es einem unterstützen bei der Übung. Bei mir war es so, dass während der Übung Gurtschnallen aufgespickt ist, etwas abgebrochen. Und dann bin ich dort oben runtergefallen. Und habe ich das Handgelenk innerhalb des Ring quasi so wie weggeknickt und das hat das SL-Band im linken Handgelenk näher lassen. Das ist schon die ganze Geschichte super doof gelaufen, aber ja, man kann so nicht mehr ändern. Ja, und die ist jetzt unheilbar oder wie ist es? Genau, ja, also ja, zweimal operiert und jetzt ist es echt so, dass die Mobilität sehr eingeschränkt ist, also einfach so eine normale Liegestütze mit der flachen Hand wirklich keine Chance. Es geht wirklich nicht. Eben, von der Mobilität her ist es sehr schlecht. Und von Kraft her ist natürlich jetzt auch so. Ist klar, wenn man Mobilität hat, bringt so nichts, Druck zu belasten. Dementsprechend ist Kraft auch weniger. Und von der Operation her haben sich dann einfach die Handknochen so verschoben, dass es echt bereits Arthrose gegeben hat, gegenüber dem Unterarmknochen. Von dem her, es wird eigentlich stetig schlechter. Ja, das müssen wir abwarten. Ja, aber eben, besser wird es nicht mehr. Von dem her muss man damit können leben und das Beste daraus machen. Und wie war das Gefühl bei dir? Hattest du, war das irgendwie so ein Gefühl von, hey, ja, nee, jetzt gebe ich auf oder das ist jetzt vorbei, ich kann nichts mehr machen? Oder hast du einfach gedacht, wie war deine Einstellung? Also zuerst hat es eigentlich geheißen, ja, ich soll einfach mal wieder also belasten. Das ist etwa, vielleicht fünf Monate nach der ersten Operation gewesen. Und ja, da habe ich zum Teil auch mit kleinen Handeln etwas können machen. Und dann ist aber relativ schnell, das war letztes Jahr näher gewesen, im Oktober, November. Und dann einfach, ja, Katastrophe. Ich musste dann wieder die Schiene anlegen, die ganze Zeit. 10 Monate lang die Schiene gedreht. Und dann ist im Januar von diesem Jahr echt Enddiagnose gekommen, dass es, ja, für einen Sport Crossfit definitiv ungeeignet ist. Weil man einfach die Hand halt viel zu viel braucht. Und dann habe ich natürlich schon nicht gewusst, soll ich jetzt weiterfahren oder nicht? Weil das einseitige Training ist natürlich schon nicht so gesundheitsförderlich. Und dort bin ich eigentlich immer so ein bisschen im Zwiespalt gewesen, ja, soll ich weiterfahren oder nicht? Und im Endeffekt habe ich dann auch gehört, dass es so eine Adaptive-Kategorie gibt, wo eben laut dem Handbuch, wo man nachlesen kann, dass ich dort darf offiziell mitmachen, weil es eine permanente Verletzung ist. Und da habe ich gefunden, ja, warum nicht? Ja, wenn es schon eine Kategorie gibt, ich glaube, das war so ein bisschen das, was mich dran gehalten hat, dass ich wirklich nicht aufgeben. Und ich habe dann gefunden, aus dem
Hintergrund, dass ich ja Sportwissenschaften trainiert habe und jetzt immer gut weiss, wie man quasi auch eine beschädigte Seite auftrainieren oder in Form halten kann. Ja, ich gehe gar nicht das Risiko ein und mache einfach weitermachen, nicht aufgeben. Und wie war das Gefühl dann zu wissen und sehen halt, oh, ich komme jetzt zu den CrossFit Games. Ich muss zu Madison fahren. Ja, also zuerst hat es ja noch geheißen, dass die Adaptive-Kategorie nicht weiterkommt nach den Opens. Von dem sind wir ausgegangen. Und also das haben sie kurz vor den Opens bekannt gegeben. Dann bin ich nicht mehr so motiviert, die Opens zu machen. Dann habe ich gesagt, mal komm, ich mache sie gleich. Das war alles noch während der Corona-Zeit, wo die Box für uns zugehatte. Und ja, nachher, glaube ich, einen Monat später nach den Opens, jetzt geheißen, ja, mal, sie nehmen drei Kategorien mit. Und unsere ist dabei, weil sich die meisten in dieser Kategorie angemeldet haben. Und ja, ich habe dann, es war April bis Juni, habe ich nicht gewusst, ob ich gehen kann oder nicht. Weil einfach, es war so ein Papierkram und Abklärungen mit Ausnahmebewilligungen, mit dem Einreisen. Also wir haben den Flug, sehen wir, eine Woche vor dem Start an den Games haben wir den Flug gebucht. Wie es dort ist, ist alles immer so ein bisschen auf der Kippe gestanden. Aber ja, am Schluss hat es geklappt. Und es war natürlich sensationell das Gefühl gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals, ja, geht das einfach schnell wahr wird. Und ja, ich glaube, wir haben es genossen da. Wir haben auch mal alles gegeben. Hey, jetzt kannst du mit der Fittest on Earth T-Shirt da sitzen. Genau, Nummer 1. Also hast du Tina, Tia Claire Toomey und Matt Fraser, Browning, Katrin Davidsdottir und einige wenige Leute haben das noch. Welche Vorbilder hast du eigentlich gehabt? Hast du irgendwelche Vorbilder? Genau, mein Vorbild ist natürlich Samantha Briggs, quasi die Ausdauermaschine im CrossFit. Das ist auch das, was so in der Zeit, als ich mit CrossFit angefangen habe, so bei den Top-Leuten war. Ich glaube, auch in diesem Jahr hat sie es auch gewonnen, im 2013, soweit es mir ist. Und natürlich die Annie. Ja, die Annie ist einfach mega sympathisch. Und so für die zwei, das sind, glaube ich, wirklich meine grossen Vorbilder. Genau. Die Smiling Annie. Genau. Und außerhalb von CrossFit hast du irgendwelche Vorbilder gehabt? Außerhalb von CrossFit? Ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage. Nein, wir haben jetzt nicht mehr so drin. Ja, ich bin schon zu lange quasi in der CrossFit-Szene drin und so ein bisschen mit diesen Leuten angehängt. Genau. Ja, ich war natürlich immer neugierig. Wie sieht es dann jetzt aus? könnt ihr jetzt wieder voll eure Box sozusagen betreiben? Oder seid ihr noch eingeschränkt in eure Operations sozusagen? Ja, nein, also zurzeit können wir sie voll nutzen. Es hat keine Personenbeschränkungen, keine Zonen mehr, die wir brauchen. Also im Moment ist es sehr gut. Also so soll es eigentlich bleiben, ja. Genau, so wächst es dann auch für die Leute. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, gibt es dann auch eine große Boxfeier, denkst du? Ich könnte es mir vorstellen, ich komme eben einfach einen Tag hey und dann muss ich eben am nächsten Tag schon wieder auf Mattlingen rauf, weil ich noch eine Weiterbildung habe, Woche. Vielleicht verschiebt man es dann, ich habe keine Ahnung. Wir werden es dann sehen. Sehr gut. Und die Games jetzt, wir haben ja einige Events noch bei den Individuals auch. Wer gewinnt da, denkst du? Ja, bei den Frauen wird es auch schon Tia wieder reissen. Genau. Brick halt, ja, wahrscheinlich muss ich es nicht mehr holen. Aber ich glaube, ihr ist immer schön, wenn sie dabei ist.
Also ich finde es sehr cool, sie ist auch nicht mehr die Jüngste, von dem her, dass sie ihr immer gönnen. Und ja, ich bin gespannt, ob die Annie noch etwas reissen kann, aber ja, dort ist so ein bisschen, ich glaube, die Winnerin ist auch mehr oder weniger gesetzt, weil sie auch viel ja nicht dabei, wegen Covid, wo noch positiv sind getestet worden. Oder Covid hatten und dann haben wir es aufgegeben. Und bei den Männern ist es wirklich, ja, wird es interessant. Also, ja, ich bin eigentlich der doch für den Wikowski oder für den Wellner. Ich möchte es denen beiden, möchte es eigentlich gönnen, ja. Ja, die Kanada. Sehr gut. Sabrina, ich glaube, wir wollen uns hoffentlich demnächst sehen für die nächste Runde von den Boxowner Battles, wenn die wieder losgehen. Ja, genau. Letztens war das eine andere Kollegin aus Bern dabei. Ja. Das war der Franz, glaube ich. Der, ja, genau. Genau. Aber nächstes Mal hoffe ich, dass wir dich dabei sehen und natürlich auch, dass wir das nächste Jahr wieder uns bei den Games sehen. Hast du irgendwelche letzte Worte ans Publikum hier? Ja, ich glaube mal merci sagen, vor allem so der ganze Crew, die hinter mir gestanden ist. Ich glaube, so die letzten Monate waren nicht so einfach gewesen, aber ich war gerade mit dem ganzen Corona und sonst privat und die Box, die wir aufgetan haben. Aber alle haben immer stets motiviert, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und hey, sie haben wirklich jetzt in der Box bei uns daheim in Pönitz, haben sie das Rhino-Kino gemacht. Also wirklich mega cool und haben alle mitgefahren. Um ein riesen Merci. Und ja, hoffen wir wahrscheinlich nächstes Jahr an den Games. Mal schauen, ob die Kategorie noch dabei ist oder nicht. Aber ich glaube schon, dass es jetzt relativ viele Leute auch motiviert und eben irgendwie die Hang nicht funktioniert oder die halt das Geburtsgebrechen haben, was auch immer. Ja, ich glaube, die Leute tun es ziemlich motivieren, mitzumachen. Das haben wir auch schon viel über Instagram geschrieben für irgendwelche Tipps, die sie gerne möchten. Mhm. Und eine gute Truppe zusammen da oben das nächste Jahr und dann werden wir schauen, wer die Games gehen kann. Sehr gut. Ich habe doch zwei letzte gute Fragen. Ja. Was ist dein Lieblingsbuch? Ganz ehrlich, ich lese gar nicht gern. Von daher kann ich die Frage nicht beantworten. Nein, ich lese so wenig wie möglich. Genau. Ja. Das letzte, was ich glaube gelesen habe, ist irgendwie das Level 2 Buch vom CrossFit. Ja. Und was war das Letzte, was du gesehen hast bei Netflix? Bei Netflix? Das ist auch eine gute Frage. Ich bin eben so gestrickt, ein Buch lesen, fernsehologisch Zeitverschwendung. Ich brauche es eben mehr zum Trainieren oder ja, selber zu coachen. Und ja, darum eigentlich wenig TV-Zeit und Buchzeit wie möglich. Ja. Okay, Sabrina, nochmal herzlichen Glückwunsch und ich danke dich, dass du Zeit genommen hast, dabei zu sein und meine Schweizerdeutsch aufzufrischen. Ich habe viele neue Wörter heute gelernt, die ich vorher nicht konnte. Und ich hoffe, dass du auch mich verstanden hast. Ich liebe diese Konversation und diese Begegnungen zu sein. Wir sehen uns hoffentlich im Fleisch das nächste Mal. Ja. Und wenn du in Berlin bist, dann bitte Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Merci dir vielmals. Ja, okay. Merci beaucoup. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, ja. Merci. Ciao. Ciao.